Ich begrüße euch recht herzlich hier zurück zu Uncharted 4, A Thief's End. Und wahrscheinlich wird dieses Kapitel auch das Ende eines Diebes heißen oder das Ende des Diebes heißen, denn wir sind im Endgame. Und zur Feier des Tages, ich glaube, ich werde das in einem durchziehen, wahrscheinlich jetzt in einem Kapitel. Ja, Nathan, du hast komplett recht. Und zur Feier des Tages gibt es dafür ein Bier und vielleicht kann ich es heute mal gescheit ploppen lassen. Ja, es geht. Ja, war solide, würde ich sagen. Also, Prost, Leute. Grünes Etikett wird schwarz hier drin. Oder blau. Oder was auch immer. Also, herzlich willkommen zurück. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Und ich tauche mal da unten durch. Ja, Sam... Runterholen von dem... Ach, gefickt euch. Das gibt's hier nicht. Von dem Schiff. Von Averys Schiff. Wir haben Averys Schiff gefunden. Das ist mit Schätzen und wahrscheinlich auch mit Minen gespickt. Unsere zwei Erzfeinde sind auch dort. Mal sehen, was du auf Lager hast, Captain Avery. 22. Das Ende eines Diebes. A Thief's End. Tatsächlich heißt dieses Kapitel so und das ist angeblich das letzte Kapitel. Das heißt, es ist bald Zeit Abschied zu nehmen, aber jetzt gibt's noch die Highlight-Episode. Wie komme ich darüber? Ohne Boot. Dass hier keine Schätze einfach runtergepurzelt sind, wundert mich extrem. Naja. Wie auch immer. Da vorne ist es, da vorne ist der Schatz. So lange haben wir danach gesucht. A Thief's End. Tja. Und bisher, und wahrscheinlich auch komplett, der letzte Teil mit... Heilige Scheiße! Entweder Avery Minen oder... Shoreline-Sprengstoff, aber da kommen wir jetzt rein, das ist gut. So ein schönes Schiff noch, nach all den Jahren noch immer. Ist das da vorne Business hinten Party? Ich bin mir nicht sicher. Viele Männer dürften sie ja nicht mehr haben, oder? Wenn sie sagt, die meisten sind weg. Hallo! Gibt's hier noch einen heftigen Kampf oder wie schaut's jetzt aus? Da komme ich mal nicht rein, ne? Ja. Komme ich den Mast hoch? Nein. Komme ich da hinten? Komme ich da runter? Da runter komme ich schon. Was für ein Anblick. Da ist der Schatz. Da ist er. Tatsächlich, der Schatz. Ist wirklich fett viel. Ich sag halt immer noch, die Lüge mit dem Drogenbaron war halt noch immer die heftigste. Und der geilste Twist. Sam! Was zum Fick? Sam! Hey, Nate? Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Leif, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner.
Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine. Hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Es sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Gut, es geht ab. Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Verflucht! Ja, das stimmt. Komm, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Komm schon, Ray. Hör auf. Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Ray, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ja, du Geiler! Blend mich mal jetzt komplett weg. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht! Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Das Schwert ist noch da. Komm. Na komm. Das schaffen wir schon. Komm schon, Nate. Komm. Ja. 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 Komm. Komm, komm, komm. Scheiße, Mann. Das habe ich nicht so gut gemacht. Ich weiß nicht, was der linke und der rechte Angriff ist, ehrlich gesagt. Wie du willst. Ah, scheiße. Richtig, wir kommen der Sache näher.
Jawohl, komm, schlag ihn. Das schaffen wir schon. Bauchschnitt, das tut weh. Das muss jetzt gehen, ne? Na komm. Du lässt dich ziemlich in die Ecke drängen, Alter. Na, was ist jetzt? Wird das halt noch was? Na komm. Scheiße! Ah, scheiße! Scheiße! Na komm. Ah, es brennt immer alles mehr. Fällt mir gerade auf, es wird sehr rot hier. Das war schade. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal alles von vorn machen. Wenn ich jetzt nochmal alles von vorn machen muss, ist echt böse. Ich meine, so richtig echt böse. Oh Gott, das schaut so aus. Als ob. Oh Gott! Scheiße, ich weiß nie, was rechts und links ist, Alter. Was ist denn für den ein rechter und ein linker Angriff? Scheiße! Oder sind wir jetzt? Ah, ich weiß es nicht, hey. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, tu weiter, bitte. Was sind das für ewige Ladezeit da? Okay. Nein! Boah, ist das schwierig. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon ziemlich zum Schluss. Schauen wir mal. Ach komm, mach weiter, hey. Boah, das dauert immer. Komm. Aber er hat seine Bauchnarbe, ja, sehe ich gerade. Also, es passt. Komm, das muss gehen. Na komm. Na komm. Was ist? Oh, das dauert ewig, hä? Na komm, das muss gehen. Komm, jetzt geht's. Komm. Das geht schon. Komm, gib Kraft. Das ist der nächste Drake, von dem man Kraft. Ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Schiff verbrennen willst, gerne. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größen war. Und der kann nicht mal ordentlich fechten.
Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nicht verschwinden. Ich habe schon immer alles. Na komm! Na komm! Na komm! Alles! Besser! Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Heilige Scheiße. Hey, komm, schaffen wir dich hier raus. Hey! Ich versuch's! Es ist zu schwer! Versuch's nochmal! Es ist zwecklos! Versuch's! Es ist zwecklos! Verdammt! Hör mir zu! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sander! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Brüderchen! Okay? Alles ist gut! Nein, es muss einen Weg geben! Du musst hier weg! Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Nathan, ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Der ganze Laden fliegt gleich in die Luft. Das ist es. Was machst du? Vertrau mir. Halt den Kopf und... Wie gescheit. Du bist absolut verrückt, Mann, sagt der Richtige. Das ist unser Ausgang, Nathan. Oh, da soll ich mitschwimmen, okay. Es ist zwar keine einstürzende Stadt, aber es kommt dem schon sehr nahe. Geräusche zurückgedreht, um einfach den Ernst der Lage hier ein bisschen zu verdeutlichen. Sehr dumpfe Klänge. Sam, nicht anhalten. Nicht anhalten. Das dürfte es gewesen sein. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern.
Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschung überall auf dem Bett des Direktors. Eine hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war... Du warst ziemlich gut. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. Aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Ist er voll? Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Also, bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das genügt. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Ah. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, hä? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey! Morgen, Jungs! Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen.
Die Schlüssel hat jemand schon. Okay. Perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja auf sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das. Okay. Schön. Bin dabei. Wirklich? 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 Wir dürfen nochmal spielen? Wie geil ist das denn? Herrlich. Okay, wir müssen fast, gell? Wie geht denn das jetzt nochmal? Okay, sind wir wirklich besser geworden? Das ist halt jetzt die Frage, gell?
Ein extra Leben, glaube ich, war das, oder? Kann das sein? Dass wir nochmal zu dem Spiel kommen, dachte ich mir nicht. Ist aber ein schöner Zirkelschluss, muss man sagen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin nicht gut. Ich glaube einfach, dass der letzte Sprung sowieso unmöglich war. Beim ersten Mal, als wir das gespielt haben. Wir sammeln die Äpfelchen. Irgendwie Angst, dass sie das nicht ausgeht. Hoppa! Upsi! Da. Irgendwie sehe ich keine Lebensanzahl hier. Hoppi. Okay, das ist noch derselbe Checkpoint, wie es aussieht. Oh Gott, es ist gleich zu springen, ich weiß das, es ist zu springen. Ja, Sprung. Sprung. Ja, nein. Schon wieder nicht den letzten Sprung geschafft, das gibt's doch nicht. Dieser letzte Sprung ist so gut wie unmöglich. Scheiße. Ich muss halt länger warten, ich darf nicht gleich springen, ich muss im letzten Moment springen dann. Come on. Ja, diesmal haben wir's. Vielleicht ist es doch nicht unmöglich, der Sprung. Schade, nicht? Tja. Epilog. Okay. Ist das wohl die Tochter von Nathan und Elena? Wo bleiben die? Hoffentlich nicht auf einem Abenteuer verschollen, wobei das extrem einläuten würde für ihr. Wo wohnen die? Das ist ein bisschen ein anderes Haus als vorher. Die sind wohl abgehauen. Ist definitiv die Tochter, hä? Huh? Cool. Das heißt, es hat dann doch noch ein paar Tage angedauert, ihre Beziehung, ihre Ehe. Hey! Weg ist sie. Boah, ist das schön. Sie leben am Strand. Ein perfekter Tag. Jetzt wird nur noch der Rest unserer Crew. Crew? Das ist voll schön hier. Das erklärt auch das Surfbrett. Hey, was ist denn davon? Jemand da? Nein? Niemand? Happy, also springen kann ich nichts. Hey, was ist denn das? Vorbereitet wie alles. Was ist los? Hund? Hey, Vicky. Das ist nett. Happy, was willst du? So, Süße. Auf unseren Erfolg. Na los, such sie. Los.
Echt jetzt? Gut, suche ich dich selbst. Ist okay, kann ich damit leben. Schauen wir mal zu diesem Haus, ob da wohl Sully drin ist. Oder Sam. Oh. Kleidung. Ah, Taucheranzüge. Schön hier. Was wollt ihr uns mit diesem Epilog sagen, liebe Entwickler? Was wollt ihr uns damit sagen? Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Schau mal. Oh ja, bei der hier war ich mit Sully unterwegs. Sind sie nach wie vor die Ausgrabenden? Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. Daran erinnere ich mich. Frisch wie der junge Morgen. Mhm. Schau, schau. Bisschen Geschichte, hä? Oh, was wird denn? Wow. Das wurde toll gesäubert. Ja. Sind sie verschwunden und das läutet die Ära der Jackie Drake ein oder was? Wie auch immer sie heißt. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Hm. Okay. Das heißt, wir sind da auch auf einer Ausgrabung, oder wie? Aber dafür ist es zu häuslich eingerichtet. Für das, dass man... Ah, was ist denn das? Hey, sorry! Leb. Okay, wo geht's jetzt hin? Was tun wir? Kasten. Was bewahrst du hier auf? Nochmal. Brech mal das auf. Wie albern. Adventure Life, Treasure Hunting. Runs in a family. Aha. Ist die Kleine auch schon... Oh! Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Jetzt verstecken sie sich im Schrank. Keine Chance. Einfach keine... Chance. Scheiß die Wand an. Ich wusste es. Das Kreuz. Was ist das? Die ganzen Abenteuer. Die quasi illegalen Abenteuer. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Was ist denn das? Warte mal, was ist denn das? Ist das von der Mutter, gell? Über den Piratenschatz. Hallo. Wow. Oh mein Gott. Mhm. Achso, der linke Stick ist es zu durchsuchen. Wow. Henry Avery. Der Gunsway-Raub? Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Das haben wir. Okay, da waren wir schon. Geht weiter. Was will uns der Epilog jetzt sagen? Sehr antiklimaktisch das Ganze. Großes aus kleinem Ursprung.
Was ist das? Was zur Hölle? Stimmt, das war der erste Schatz. Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also, dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts okay, zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, eigentlich das schon. Stimmt. Ja. Bullshit. Mordwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also... Die Karte führt uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Cool. Es ist ja ein richtig würdiger Abschluss für dieses geile, geile Spiel. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich mache das jetzt ein bisschen leiser da im Hintergrund, die Musik. So. Es kribbelt. Schön. Und damit hätten wir quasi die Saga um Nathan Drake, also die Nathan Drake Collection, das heißt Uncharted 1 bis 3.
Das Bier hat geschmeckt. Und Uncharted 4 abgeschlossen. Es war mir eine Ehre. Charakterdesign, Leveldesign, alles perfekt. Es gibt nur eine riesen Minus. Und das ist die Steuerung zum Großteil. Egal in welchem Teil, es ist im vierten Teil besser gewesen. Nur diese Perspektivenwechsel und Steuerungsprobleme können einen in den Wahnsinn treiben. Daher eine Hassliebe. Dafür ziehe ich 2 Punkte ab, allgemein, für die ganze Nathan Drake Collection. Der vierte Teil wird von mir 9 von 10 Punkten erhalten. Die ganze Collection 8 von 10. Ist super cool, schön verwoben, auch die Story ineinander. Das ist alles rund. Auch wie die Charaktere untereinander agieren, die Bösewichte waren jetzt nicht so schlecht in diesem Teil. Sie waren jetzt auch nicht so das Beste, aber es war ganz cool, muss ich sagen. Von daher, Hut ab, Naughty Dog, ihr seid super. Überlegt euch was wegen der Steuerung, aber wir werden sehen. Ich glaube auch im Lost Legacy, das werdet ihr morgen sehen. Das bekomme ich nämlich auch tatsächlich morgen, also nach diesem Aufnahmetag jetzt geliefert. Dann fange ich damit an und es sollte auch tatsächlich morgen direkt auch um 18 Uhr wieder auf YouTube ausgestrahlt werden. Ich bin super glücklich über die Story. Die Story ist super. Die Grafik war Wahnsinn jetzt, also von 2016 ist das Spiel. Super zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auch mit diesem Let's Play. Ich hatte auf jeden Fall Spaß damit. Hab ein bisschen lesen wieder üben können. Oh, wie schön. Ein bisschen sprechen wieder üben können. Dafür sind ja meine Let's Plays hauptsächlich da. Und ja, fein, wirklich fein. Guter Abschluss, das mit dem Bruder, den haben sie gut eingeführt. Die Wendungen waren Wahnsinn, also wie gesagt, Story top. Auch die Background-Lore hinter den Schätzen zumeist, also auch jetzt in diesem vierten Teil, wirklich, wirklich cool. Ja, morgen geht's dann eben weiter mit Lost Legacy. Ich schau mal, ob da jetzt noch danach was kommt oder ob ich das wegdrücken kann. Den Abspann natürlich nicht. Wir wollen ja auch alles sehen. Früher konnte man das immer quasi im Fast-Forward-Modus machen, damit man nicht in die Verlegenheit kam, zu lange Nonsens sprechen zu müssen, denn ja, es ist sonst relativ ruhig hier, abgesehen von der Hintergrundmusik. Ich weiß gar nicht, wie leise ich sie jetzt gedreht habe. Ich mache sie wieder ein bisschen lauter. So. Es ist auch nicht viel lauter. Egal. Ja, das war das letzte Kapitel. Wir haben tatsächlich Uncharted 4 in 29 Episoden abgeschlossen, alle zu einer halben Stunde, außer jetzt dieser letzten Episode zu 50 Minuten. Es passt. Ich meine, man hätte es schon aufteilen können, aber dann hätte man nur einen Epilog gehabt in der letzten Episode. So passt es, glaube ich, am allerbesten. Und ich halte euch jetzt deshalb hier mit meinem Gelaber auf, weil vielleicht kommt noch irgendeine Abspann nach Post-Abspann-Szene. Post-Epilog, Post-Abspann-Szene, also Post-Post, Double-Post, Post-Quadrat, Post-Power-Szene. Schön, ich werde jetzt definitiv mir den Dragon Ball Massiv Band 8 reinziehen. Denn der ist heute rausgekommen. Ich meine, ich kenne es zwar schon, Dragon Ball, aber wisst ihr, wie arg Dragon Ball ist? Ist ja Dragon Ball und Dragon Ball Z ist als Manga nur Dragon Ball. Diese ganze Schlangenpfad, das ist ungefähr in 3 Seiten abgehandelt im Manga und nicht auf 10.000 Episoden gestreckt worden. Also, Dragon Ball Z hatte viele Episoden, dass heftiger gar nicht mehr geht. Naja, wie auch immer. Super special. Thanks to all of Naughty Dog's friends and family. Und ich bedanke mich bei Naughty Dog für die Entwicklung dieser Spielereihe und dieser Spiele. With sincere and deep gratitude to Amy Hennig for her contributions to the Uncharted franchise. Okay, danke Amy Hennig. Ohne dich ist es anscheinend nicht möglich gewesen, das Ganze. Jetzt sind wir bei der Musik, beim Cast der Musik, beim Cast allgemein. Nolan North hat Nathan Drake gesprochen. Troy Baker hat Samuel Drake gesprochen. Oh, Troy Baker, den kennt man auch aus Bioshock Infinite. Er hat dort den Booker DeWitt gesprochen. Ähm,
Ich dachte mir, wir kriegen auch noch einen Kampf gegen den vorne Business, hinten Party Fokuhila-Typen, aber das System war wohl nicht ganz so. Naja, kann man nichts machen. Wie auch immer, Dragon Ball, ja? Voll geiler Manga, also wirklich toll. Und jetzt gibt es das Ganze immer in Massivbänden, das heißt, das sind quasi drei Manga-Bänden in einem, so auf 500 Seiten gestreckt. Achtung, Hashtag Werbung, Hashtag unbezahlt. Aber ich finde es einfach cool. Ja, und das lese ich gerade. Das ist dann ist man relativ schnell auch durch und hat ganz viel Spaß dabei. Attack on Titan ist auch heute der 30. Band erschienen und auch geliefert worden. Und ich glaube auch die 34, der 34. Band von Seven Deadly Sins wurde mir auch geliefert. Das passt also genau, um dann nach dem Let's Play noch ein paar Medien zu konsumieren. In dem Fall in gedruckter Form. Ich mag dieses Haptische. Das ist was Schönes. Ja. Ich glaube, da werden jetzt alle Special Thanks ausgesprochen. Ja, das sind schon, also das ist fast wie bei einem Film, was da an Arbeit reinfließt. Und es ist ja auch, ich habe immer gesagt, Uncharted ist ja gewaltig wie ein Filmspiel aufgebaut. Die Schießszenen darf man selbst machen, die Kletterszenen kann man selbst machen und alles dazwischen, was die Story treibt, das ist immer in super genial inszenierten Cutscenes gemacht. In mega geilen Schauplätzen. Ich frage mich, ob es da wirklich Location-Scouts gab, die echte Locations hergezogen haben. Und das Ganze würde mich interessieren, aber das nur nebenbei. Ja, Lost Legacy, genau. Das kommt als nächstes. Das wird dann quasi morgen einfach angeschlossen, sollte jemand das schon am Veröffentlichungstag heute sehen. Theoretisch müsste jetzt auch zeitgleich, es müssen gerade viele Let's Plays laufen. Ich habe hier den heute, es ist Nacht, es ist 21 Uhr heute, am 27.10.2020 und ihr seht das Video am 23.12. wird es veröffentlicht. Das heißt, ich bin knapp 2 Monate voraus. Ich weiß aber, dass Ende November, Anfang Dezember kommen 2 Spiele raus, bei denen ich auch Let's Plays davon machen werde. Zum einen Cyberpunk 2077, das sollte jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit lang laufen. Das werden wir ins Hauptabendprogramm legen. Wahrscheinlich um 20 Uhr oder vielleicht auch früher, ich weiß es noch nicht. Am ersten Tag wird wahrscheinlich... Ich keine Ahnung, jetzt wo man das sehen kann, dieses Video hier ist ja schon längst auch das Cyberpunk Let's Play draußen, beziehungsweise läuft aktuell. Müsste laufen, weil ich gehe mal davon aus, dass das auf jeden Fall 100 Episoden, weil das ist von CD Projekt Red Open World, das wird 100 Episoden umfassen, definitiv. Ja, Hyrule Warriors kommt auch als nächstes, nämlich Age of Calamity. Das ist auch, müsste auch gerade noch laufen, oder ich weiß nicht, wie schnell das durch ist, vielleicht ist das auch schon wieder vorbei. Immortals Phoenix Rising müsste auch gerade laufen, also es läuft echt extrem viel gerade. Und vielleicht auch noch eines der älteren Spiele, also morgen kommt definitiv, weil jetzt ist gerade Oktober, die ganzen Spiele, die ich jetzt aufgezählt habe, kommen. Normalerweise eben Ende November, Anfang Dezember beginnen die mit den einzelnen Episoden. Das heißt, jetzt habe ich noch genug Zeit und ich spiele auch fast jedes Wochenende jetzt, weil ich einfach so viel Freude gerade am Spielen habe. Ich liebe es einfach zwischendurch mal richtig auszurasten, so richtig fluchen, ihr kennt das eh schon. Also schaut euch die, vielleicht nicht letzte, aber vorletzte Episode, Episode 27. Also wir haben 26 und 27 sind Rage-Episoden, sehe ich da gerade. Es ist auch die Episode 14 eine Rage-Episode. Es sind relativ wenig Rage-Mode-On-Episoden. Ihr könnt sie auch auf YouTube suchen. Hashtag Kellervater, Hashtag Rage-Mode-On. Kann man die ganzen Rage-Episoden sehen, wo ich Vollauszug habe. Die sind absolut ungeschnitten und soll auch so sein. Ist mir komplett wurscht. Es steht auch immer dabei, deshalb ist das Motto auch vom Kanal. Was ist mit meinem Motto eigentlich? Ich glaube, Gamer aus Langeweile, Choleriker aus Leidenschaft. Genau, so ist es. Warum die wahre Natur unterdrücken? Ja, wie auch immer. Ich habe jetzt fast einen Monat noch Zeit für Lost Legacy und vielleicht auch noch The Last of Us 1 und 2. Wenn ich Glück habe, dann drücke ich die auch noch nach. Aber ich habe mir auch vorgenommen, also es wird Lost Legacy von Uncharted wird jetzt da hinten dran gehängt. Das wird dann wahrscheinlich bis in den Jänner reinlaufen. Gehe ich mal stark davon aus. Das heißt, The Last of Us 1 und 2 wird entweder nach dem Ende, theoretisch müsste, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, müsste ja auch schon
Lass mich kurz schauen. Studio.youtube.com müsste auch schon God of War durch sein. Naja, God of War ist am 21. Also vor 2 Tagen müsste das vorbei sein. Das heißt, das müsste dann jetzt, wenn ich es schaffe, dass ich, und wir wissen das auch jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt schon, aber wenn ich es schaffe, dann müsste jetzt auch schon The Last of Us 1 als Let's Play laufen, statt des God of War Slots, der eben um 21 Uhr war. Vielleicht lege ich es auch auf 20 Uhr, denn Halo läuft ja auch schon länger nicht mehr und ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass Halo noch dieses Jahr rauskommt. Also Halo 4 aus der Master Chief Collection. Daher werden wir das wahrscheinlich erst 2021 sehen. Aber dann wirklich on time, wenn es rauskommt, werden auch die Let's Plays veröffentlicht. Das versuche ich jetzt dann sowieso. Nur ich bin jetzt gerade eben mit meinem Kanal dabei. Gut, wir sind jetzt schon im Dezember, sollte das jetzt hier wirklich jemand anschauen. Eben alte Spiele nachzuholen, die mir gefallen und wo ich mir denke, das muss man mal gespielt haben. Ich spiele die ganzen PlayStation-Spiele nur deshalb, weil ich günstig an eine PlayStation 4 Pro gekommen bin. Also habe ich mir gedacht, hey, die ganzen exklusiven Titel, die würde ich gern spielen. Also God of War, Hammer durch zu diesem Zeitpunkt. Uncharted Collection, Hammer durch zu diesem Zeitpunkt. Lost Legacy kommt noch. Also wirklich viel noch durchzumachen. Und ich glaube, jetzt ist auch der Abspann zu Ende. Kommt da jetzt noch was? Oder war es das? Ah ja, das war's. Gut, das heißt, der Epilog war tatsächlich der Epilog. Hat mir gefallen, sie haben eine Tochter, es schaut nach einem glücklichen Ende aus. Schatz gehoben, mittlere Trophäe, yeah! Also mittel durchgespielt, leicht durchgespielt, yahoo! Trophäe erhalten, achso, für Forscher gibt es mittlerweile auch schon eine Trophäe, interessant. Ja, sehr geil. Warte mal, wie viel Hampton ist überhaupt durchgespielt, so allgemein, das würde mich mal interessieren. Hopp, hopp, genau, da sind wir. Sogar Forscher ist selten, das heißt, es ist nicht, also ungefähr ein gutes Drittel aller Spieler, ja, hier sehen wir es, ein gutes Drittel aller Spieler hat überhaupt das Spiel beendet. Ist auch heftig, oder? Und nur ein gutes Viertel hat es auf Mittel beendet, auf Schwierig ist ultra selten anscheinend und auf Extrem schwierig, ja, okay, das würde ich eh nicht schaffen. Speedrun. Schließen Sie das Spiel in 6 Stunden oder weniger ab. Wir haben jetzt 29 Episoden zu ungefähr einer halben Stunde. Das heißt, das wären für mich jetzt knappe 15 Stunden. Ja, puh, das ist die Zeit noch weit weniger als halbieren. Wie auch immer, ich will euch nicht mehr länger aufhalten. Das habe ich eh schon. Wow, es ist fast eine Stunde jetzt gewesen. Rein mit dem Abspann schon. Naja. Auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein. Wenn sich das jetzt wirklich wer bis zum Schluss angesehen hat, dann schreibt. Schreibt in die Kommentare. Böllerberger Beidelpropeller. Dann weiß ich, es hat sich tatsächlich wer bis zum Schluss angesehen oder zufällig nur bis zum Schluss gescrollt. Wurscht. Auf jeden Fall, dann habt ihr mal meinen größten Respekt. Macht einen Kommentar und beleidigt mich am besten. Das gefällt mir immer. Na, oder bitte nicht. Na, seid lieb zu mir. Wie auch immer, danke fürs Dabeisein. Es war mir eine Ehre, die Uncharted Collection und Uncharted 4 durchzuspielen. Nathan Drake ist damit abgeschlossen. Ein bisschen schwermütig gehe ich schon raus, da es eben jetzt vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da war. Und das ist der letzte Cut.